Hallo, ich bin Tor Alexander und ich berate Menschen in Geldangelegenheiten, wie sie mehr aus ihrem Geld machen können oder wie sie es in Sicherheit bringen können. Heute möchte ich über silbergedecktes Papiergeld und zwar als sichere Währung reden. Wir haben ja aktuell das Problem oder viele unken es ja bezüglich der Euro-Krise und wir haben ungedecktes Papiergeld und eigentlich noch viel mehr ungedecktes Digitalgeld, was die Banken produzieren, sowohl die Zentralbank als natürlich auch die Geschäftsbanken. Also zur Geschichte des silbergedeckten Papiergeldes, wie das als eine sichere Währung in die Welt kam. Zur Wende des 8. oder 9. Jahrhunderts erfanden die chinesischen Kaufleute bereits den Wechsel. Eine solche Papierquittung beruhte auf der Idee, eine bestimmte Summe im Austausch gegen einen Beleg bei der Kaufmannsgilde einer Stadt zu hinterlegen, um sie bei der Kaufmannsgilde einer anderen Stadt wieder einzulösen. Die ausgezahlten Beträge verrechneten die Gilden untereinander. So sparten sie sich den umständlichen und vor allem gefährlichen Transport von Bargeld, welches in China schon immer Cash genannt wurde und in China aus Silber bestand. Wenig später, im Jahre 841, verbot die damalige Regierung diese Praxis. Sie bestand auf dem Monopol, Geldscheine selbst auszugeben, um einfach Geld zu schöpfen. Kaiser Zhengzhong, der von 997 bis 1022 lebte, emittierte schließlich die erste staatliche Papiergeldwährung der Welt. Marco Polo, der ein paar Jahrhunderte später dort vorbeikam, berichtete voller Bewunderung von silbergedecktem Papiergeld des Kubilai Khan, der von 1206 bis 1294 regierte, welches die stabilste Papierwährung in China war. Und ihre Geldscheine waren so lange im Umlauf, bis sie zerrissen oder zerlumpt wurden und die konnten dann gegen eine 3%-Gebühr in neue umgetauscht werden. So, das war's zum Silber. Und im nächsten Video werde ich mal ein bisschen was über die Gold-Silber-Ratio-Strategie erzählen. Wenn du da nichts verpassen willst, abonniere meinen Kanal. Ich freue mich über einen Daumen hoch und ansonsten kontaktiere mich bei Fragen auf Telegram. Bis zum nächsten Video, dein Tor Alexander. Tschüss. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.